Hallo ihr Lieben, Karibuni bei Afrika Kulinarisch. Karibuni ist Swahili und bedeutet herzlich willkommen. Mein Name ist Caro Mühlenbrock und in diesem Video heute zeige ich euch, wie man Samosas macht. Samosas sind Teigtaschen, die man entweder mit Hackfleisch oder Gemüse oder was auch immer füllt. Das ist Kenianer, jeder Kenianer kennt Samosas, die werden überall verkauft. Tankstellen, da ist so ein typisches Snack, was man an der Tankstelle bekommt, in Dreierpack meistens. Und da hat man auch ein bisschen Zitrone oder auch Kachumbari dazu. Und heute mache ich die mit Hackfleisch. So, ich werde mit der Füllung anfangen. Ich habe 400 Gramm Hackfleisch. Und das ist Rinderhack. Wir benutzen nur Rind oder auch Lamm. Aber normalerweise sind Samosas aus Hackfleisch. Und rote Zwiebeln kommen dazu. Noch 1,5 rote Zwiebeln. So, und ich würze mein Fleisch mit Salz. Ungefähr 1,5 Teelöffel Salz und Pfeffer, ordentlich Pfeffer. Das ist und dann kommt auch Cayennepfeffer rein. So, und in die Pfanne tue ich gar kein Öl rein. Und das ist, weil die werden frittiert. Und das ist schon genug Fett. Deswegen lässt man das Fleisch einfach so in eigenen Saft garen. Die Temperatur ziemlich hoch halten, damit das nicht anfängt zu kochen. Ich möchte nur kurz anbraten. Dann tue ich die Zwiebeln gleich rein. Ich kann in der Zeit auch meine Frühlingszwiebeln schneiden. So, eigentlich ist das Fleisch jetzt schon gut. Und ich drücke immer in der Pfanne das Fleisch, damit keine großen Klumpen sich bilden. Dass das ziemlich gut glatt bleibt. Dann kommen die roten Zwiebeln rein. So. Und dann meine Frühlingszwiebeln. Samosas sind, die haben viele Zwiebeln drin. Wie viele andere Gerichte auch in Kenia. Es ist überall viele Zwiebeln. Man kann natürlich auch Knoblauch benutzen.
Oder dann auch andere Gewürze wie Kreuzkümmel könnte man dazu tun. Ich mache dieses original typisch, ist nur mit Hackfleisch, viel Pfeffer und Zwiebeln. Das andere kann man so machen, wie man es mag, oder das Fleisch würzen. Ja, wie ihr seht, da ist nicht wenig Zwiebeln, aber so schmecken die Samosas. So, das auch auf ziemlich hohe Hitze. Nur kurz anbraten. Und dann tue ich meine Frühlingszwiebeln mit dazu. Hier werde ich natürlich noch ein bisschen würzen, wegen den Zwiebeln. Und noch etwas Pfeffer. So. Noch niemals eine Minute, weil ich möchte, dass die Zwiebeln noch knackig sind und das Grüne von den Frühlingszwiebeln noch gut zu sehen ist. Nicht, dass das grau wird. Jetzt habe ich schon die Hitze ausgemacht. Und das Ganze muss kalt sein. Wenn ich es in die Taschen fühle. Deswegen lasse ich das abkühlen. So eine Masse kann man natürlich auch am Tag davor machen oder morgens, wenn man die nach einer Stunde ungefähr, je nachdem, welche Zimmertemperatur man hat, ist das kalt. So, während meine Masse abkühlt, werde ich den Teig vorbereiten. Und das ist da, wo die Arbeit ist, bei Samosas. Die werden in Kenia jetzt für Familienfeste und sowas gemacht, weil das ist schon viel Arbeit. Das macht man nicht mal eben. Ich habe 500 Gramm Mehl und 300 ml Wasser. Das ganze Rezept findet ihr auf meiner Webseite www.afrika-kulinarisch.de. Steht auch hier unten. Da sind auch andere Rezepte. Und dann kommt ein Esslöffel oder zwei Teelöffel Salz. Mehr kommt in dem Teig nicht rein. So, und jetzt, wo der Teig zusammenhält, kann ich auf meine Fläche bearbeiten. Ich brauche ein bisschen Mehl. Ein ganz einfacher Teig. Und den muss man ungefähr 2-3 Minuten kneten. Er ist nicht wie der Chapati-Teig, den man länger kneten muss. Chapatis habe ich auch ein Rezept für auf meiner oder hier auf YouTube. Da könnt ihr auch gucken, da ist ein kenianisches Fladenbrot. Und da muss man den Teig länger machen. So, der ist schon fertig. Und ich werde jetzt so eine Art Rolle machen, damit ich so Stücke schneiden kann. Sind ungefähr 110, 120 Gramm schwer. Ich mache das jeden Tag, deswegen kann ich so ein Gefühl sagen, dass das in Ordnung ist.
Aber wenn man nicht keine Samosas gemacht hat oder nicht so oft macht, braucht man natürlich eine Waage, damit die, der Teig gleich ist, gleich schwer ist. So einfach so kleine Bällchen formen. Etwas Mehl drüber. So, und dann werde ich die jetzt ausrollen. Ich brauche etwas Mehl. Und die rolle ich jetzt nicht ganz aus, sondern nur ein bisschen. So ungefähr so groß. Und dann alle sechs genauso ausrollen. So, wenn alle ausgerollt sind, so für 500 Gramm Mehl kriegt ihr so sechs Stück. Und die sind jetzt fertig. Guckt einfach, dass das ungefähr die gleiche Größe ist. Und weil wir die übereinander stapeln. So, und dann kommt jetzt Öl. Und das ist dafür da, damit die, wenn ich die backe, dass die auseinander gehen. So, Öl kommt auf 5. Das, was oben drauf kommt, braucht kein Öl. Und gut verteilen, dass alle Ecken oder da ist rund, da sind keine Ecken, aber dass das Öl überall drauf ist. Weil so kriegt man die gut auseinander genommen. So, und dann muss man die übereinander stellen und einfach gucken, einigermaßen, dass die gleich sind. Deswegen ist das wichtig, dass man die einigermaßen gleich ausrollt. Gleich groß, meine ich. So, wenn man mehr macht, Kilo Mehl, man kann natürlich auch 5 Stück, 6 ist schon viel. Am besten vor allem, wenn man noch nicht gemacht hat oder nicht so oft macht, sind 5 Stück besser übereinander. So, und dann rolle ich das jetzt aus. Immer wieder umdrehen und Mehl drauf tun. Und das ist wichtig, damit alle zusammengehen, alle auseinandergehen. Weil wenn man so hier oben ausrollt, kann sein, dass hier unten die letzten nicht mitgehen, dass das nur die oberen ausgerollt werden. Und wir möchten die ziemlich gleich groß haben. So, die Pfanne soll nicht sehr heiß sein, so ungefähr mittel. Wir möchten die nicht ausbacken. Wir brauchen nur ein bisschen Hitze, damit die auseinandergehen. Und das Öl hilft, den Teig auseinanderzugehen. So, die erste Seite sieht schon gut aus. Da muss ich jetzt, bevor ich anfange auseinanderzunehmen, muss ich die zweite Seite auch etwas warm werden lassen. Ihr seht, wie die, und das ist heiß, wie die ganz leicht
auseinandergehen. Und das ist wegen dem Öl. Und jeder Seite einfach nur wirklich kurz. Nur die erste Zeit braucht ein bisschen länger, aber danach geht es ziemlich schnell. So, wie gesagt, wenn das zu heiß ist, vielleicht erst runternehmen aus der Pfanne und ganz in Ruhe auseinandernehmen. Und ihr seht, wie dünn dieser Teig ist. Mit dem Stapeln macht man, damit die so dünn sind. Weil, wenn man 120 Gramm Teig nimmt und einzeln versucht auszurollen, es geht meistens schief. Manche Stellen werden dicker als die anderen oder der Teig reißt, geht kaputt. Aber wenn man die übereinander macht, kann man sehr schön weit ausrollen und die werden dann so schön dünn, wie man die braucht. Und mit dem Öl habt ihr gesehen, wie schnell die man auseinanderkriegt. So, jetzt werde ich die schneiden. Wir brauchen ja Ecken. Und hier schneidet man einfach vier Ecken. Und mit dem Ausbacken bitte nicht lange drauf lassen, weil wenn der Teig hart wird, kriegt man den nicht gefaltet. So, übereinander. Dann nochmal. Dann hat man so ein Dreieck. Dann mache ich wieder übereinander und dann die Ecken schneiden, damit man ungefähr gleich groß hat und auch das Endstück ist meistens ziemlich dick, so das schneide ich immer weg. So, und jetzt habe ich meinen Teig zum Füllen. Als Kleber nimmt man Mehl und mischt mit ein bisschen Wasser. So, und dann einfach. Er muss gut zähflüssig sein. Nicht so leicht, einfach so ein bisschen dicker als Pfannkuchenteig. Und das klebt wirklich überall. Wir haben als Kinder immer genommen, so einen Kleber, wenn wir fertig waren mit Chapatis machen. Und wir haben die Bilder an der Wand mit dem Kleber geklebt. Und deswegen kann ich genau sagen, wie fest das klebt, weil die Bilder hat man später nicht so gut aus der Wand gekriegt. Wir haben natürlich viel Ärger gekriegt deswegen. Und für die Samosas ist das perfekt. So, ich zeige euch jetzt, wie ich das mache. Man nimmt diese Ecke. Ich habe immer meine drei Finger drunter. Dann falte ich von dieser Seite, falte ich um, je nachdem, ob man Rechtshänder oder Linkshänder ist, drücke ich hier oben und dann mit den Fingern halte ich fest und tue den Kleber dann hier drauf, bis oben. Wichtig ist, dass alles zu ist, damit später beim Frittieren das Öl nicht reinläuft. So, und dann einfach alles
zukleben. Ja, und hier ist da, wo wirklich die Arbeit ist. Aber das braucht einfach nur Übung und dann kriegt man das auch schneller gemacht. Diese Bewegung ist am Anfang etwas ungewohnt. Aber auch das kriegt man hin. So, und ihr seht, ich habe hier Taschen ohne Loch. Und jetzt kann ich meine Masse, die schon gekühlt ist, füllen. So, für so eine Tasche. Und was ich auch noch nicht gesagt habe, ich habe eine ziemlich große Pfanne hier. Es kann sein, dass ihr zu Hause nicht so eine große Pfanne habt. Das heißt, ihr könnt die Bällchen etwas reduzieren. Vielleicht einfach nur 100 Gramm anstatt 120, weil dann sind die nicht so dick. Weil wenn man die ausrollt und nur etwas kleiner hat, sind die dann viel zu dick. Deswegen, wenn die Pfanne nicht so groß ist, 100 Gramm Bällchen machen. Und dann etwas, ein voller Löffel rein. Man sieht, die sollen nicht bis oben voll sein, weil die müssen wir falten und zumachen. Jetzt sind alle und ich muss die jetzt festkleben. Jetzt habe ich mein Öl angemacht, damit das parallel warm wird. So, ich nehme diese obere, stecke das Tasche rein, in die Masse rein, sodass wirklich fast zu ist. Und dann kommt wieder der Kleber in Einsatz, Gucken, dass wieder alle Ecken zu sind. Das ist wichtig. Und so sieht so eine Samosa-Tasche aus. Aus 400 Gramm Hackfleisch kriegt man ungefähr 15 bis 16 Samosas. Wenn man die natürlich kleiner hat, wenn der Teig kleiner ist, kriegt man natürlich mehr daraus. Und jetzt ist mein Öl heiß. Wenn man eine Fritteuse hat, natürlich noch besser. Vielleicht auch nicht so viele auf einmal, damit man gut umdrehen kann. So, die Samosas dann so lange aufbacken, bis die eine schöne braune Farbe haben und auch schon kross. Das braucht 3 Minuten jeder Seite, 2,5 Minuten. Das Öl soll ziemlich heiß sein. Nicht so, wenn man Temperatur misst, ungefähr 160, 170 maximal soll das Öl heiß sein. Ich freue mich immer, wenn ich eure Feedback lese. Ihr könnt mir vielleicht schreiben, wie es geklappt hat, wie es euch geschmeckt hat und vielleicht meine anderen Videos auch schauen. Schöne, schnelle afrikanische Gerichte. So, die sehen schon super aus. Wenn man die direkt verzehrt, kann man die sofort ausbacken.
Man kann aber auch die, so wie die sind, einfrieren und dann rausnehmen und ausbacken, wie man die braucht. So, den Rest lasse ich ausbacken, dann kann ich anrichten. Das ist meine Samosa-Platte. In Kenia werden die Samosas so mit einem Stück Zitrone serviert. Da drückt man die Zitrone in das Fleisch rein. Oh, das ist schon lecker. Und dann auch mit Kachumbari. Kachumbari ist ein Tomaten, rote Zwiebeln, Salat. Habe ich auch ein Video dafür auf meinem Kanal. Und ja, ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Und bitte meinen Kanal abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.